wunderschön und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Forest Village. Wir sind dabei stehen geblieben, dass wir unseren Bienenstock hier fertig gebaut haben, noch die Schule im Bau haben und Scheiterhaufen natürlich auch noch. Die müssen auch langsam fertiggestellt werden, weil die Leute sich hier hin und wieder denken, ach, ich schmeiß mir mal einen Stein auf den Kopf. Das ist gar nicht so gut. Ich habe endlich dran gedacht, die Mod zu aktivieren, sieht man hier unten schon, für die Steinbrücke. Und zwar dachte ich mir, wir ziehen uns die Brücke hier so rüber. Das ist sagen, hier fängt sie an und dann ziehen wir uns sie einfach wirklich quer drüber. Ist zwar totale Steinverschwendung, aber am Ende wird das, glaube ich, ziemlich cool aussehen, dass wir dann hier hinten in dem Gebiet enden und dann sagen, hier so ein Markt hin und hier und da, also bei Zeiten, ne? Erstmal die Brücke fertig bauen. Dafür brauchen wir natürlich wieder unendlich viel Steine. Und um damit das besser läuft, brauchen wir natürlich auch erstmal viel mehr Einwohner. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist, dass unsere Nahrungsreserven dann nicht abreißen, weil das wird sonst irgendwann echt knapp und gefährlich. Aber gut, irgendwie soll es wohl einigermaßen funktionieren, ne? Wir haben halt viele Kinder und Jugendliche, die sind auch bald alle arbeitswillig. Die Kinder vielleicht noch nicht so ganz, aber die Jugendlichen auf jeden Fall. Sonst kriegen die was mit dem Rohrstock auf den Finger. So, genau so und nicht anders. Ich setze, glaube ich, hier nochmal einen Weg durch. Warum ich hier den Weg? Warum habe ich denn noch keine Straße gebaut? Ich weiß es nicht. Die wird jetzt fertig gebaut. Ich war am Überlegen, hier hinten halt vielleicht nochmal einen Brunnen zu setzen, ne? Neben den Scheiterhaufen. Da passt halt ein Brunnen, passt da relativ gut rein, ne? Deswegen setzen wir uns hier nochmal einen Brunnen hin. Ups, nee, keine Gruft. Ein Brunnen reicht. Er ist sowieso direkt dran, ne? So, setzen wir uns da nochmal einen Brunnen hin. Wieder relativ viele Bauaufträge, aber das geht, weil wir hier gleich wieder ein bisschen Personal freikriegen. Zwar jetzt drei. Stellen wir da direkt mal wieder zwei ein und einen hier zu bauen. Dann kriegen wir hier auch gleich drei wieder frei. Und wenn wir die drei auch frei haben, dann können wir wieder ein bisschen unsere Minen mehr betüddeln, weil wir brauchen halt auch wieder Lehm, ne? Viel nicht, aber ist halt auch auf Null. Komm, ihr seid auch gleich fertig. Das ist mal eigentlich ganz gut, ne? Was an Kartoffeln da reingeht. So. Jetzt stellen wir nochmal wieder einen Sammler mehr ein. Und wir ziehen nochmal von der Feldarbeit ab. Jetzt können wir die direkt wieder aktivieren. Da werde ich jetzt gleich kein Weizen anbauen. Nächstes Mal möchte ich hier gerne wieder... Ja, ich glaube Flachs. Ich glaube Flachs brauchen wir mal wieder. So. Das haben wir. Jetzt brauchen wir... was brauchen wir denn noch? Wir könnten nochmal wieder einen zum Sammeln mehr einstellen. Das definitiv. Wir bräuchten warme Kleidung auch bald wieder, ne? Ah, erstmal noch nicht. Erstmal noch nicht bei 19. Da klingeln noch nicht die Alarmglocken. Glaube, ich werde da nochmal einen jeweils hier mehr einstellen. Ich glaube, so lassen wir das jetzt erstmal. So lassen wir das jetzt erstmal durchlaufen. Dieses Berufefenster, kann ich das eigentlich kleiner machen? Nee, ne? Schade. Zeige den Dorfbewohnern auf dem Bildschirm. Achso, okay. Wir haben halt einen, der macht jetzt so ein bisschen Krimskrams nebenbei, ne? Cool, eine Sache ist fertig. Das war, glaube ich, das Kind Phönix ist älter geworden und kann jetzt mit der Schule beginnen. Ja. Leider haben wir die Schule noch nicht fertig. Weil uns dafür noch Eisen fehlt. Oh, das ist aber gar nicht mehr viel Eisen, was fehlt. Das kriegen wir zusammen. Da. Zack. Gleich. Da bringen sie es hin und dann können wir bauen. Super. Richtig geil. Ich stelle einen Bauarbeiter mehr ein. Dann ist die Schule fertig. Und wenn wir die Schule fertig haben, dann da haben die Kinder richtig Bock drauf. Also zur Schule gehen ist ein Traum. Das sage ich dir. Yay. Scheiterhaufen fertig. Und der Scheiterhaufen, cool, der ist auch fertig. Ja, richtig cool. Super, das heißt, wenn jetzt nochmal jemand irgendwie sich denkt, nö, ich kann nicht mehr, dann ist okay. Wir haben noch einen Platz frei, da werden wir dann definitiv einen Lehrer reinstecken, weil der muss das ganze Jahr über drin bleiben.
Deko können wir ja auch nirgendwo mehr hinstellen, ne? Glaube ich. Für Deko ist hier kein Platz. Aber hier noch ein Feldweg rein. Das sind halt die ganzen Laufwege, ne? Die ganzen Laufwege müssen halt bearbeitet werden. Wenn das nicht passiert, dann kommen wir auch nicht wirklich voran. Aus der Sammlerhütte können wir jetzt bald die Leute wieder abziehen. Doch, ist gut. Ist gut. Gut, dass wir jetzt 3 Leute mehr gekriegt haben, die arbeiten können. Dadurch können wir so ein bisschen die Lücken füllen. Dann würde ich nämlich auch vielleicht sogar schon einen zweiten Bäcker einstellen. Dieser Baum, ne? Dieser Baum sieht echt schön aus, aber der stört mich total für die Optik. Also, dass ich hier hinter was sehe. Sonst finde ich den echt schick. Eigentlich. Und dann kümmern wir uns bei Zeiten um Dekokram, ne? Dann sagen wir hier nochmal irgendwie eine Laterne hin. Wegweiser, ne? Vielleicht eine Brücke oder so. Das sind ja auch nur optische Aspekte, die machen es ja nicht unbedingt wohnlicher, oder? Oder machen die es auch schöner? Ach ne, ich wollte jetzt gerade sagen, jetzt wird es zu kalt, aber das sehen wir gleich. Gleich müsste hier das Frostsymbol aufplopsen, da ist es. Die ist es zu kalt, dann haben wir 3 weg hier und dann werden wir mal einen Bäcker einstellen und mal 2 fürs Bienenhaus. Und einen Lehrer. Zack, einen Lehrer rein. Sind da denn auch schon 3 Schüler direkt drin? Geil, 4, 5. Ja, sehr cool. Und hier kriegen wir super viel Honig. Das sage ich euch, du. Hier wird richtig... Guck dir das mal an. Also da der knallt der Honig ja nur so durch, ne? Da müssen wir halt auch nicht die ganze, das ganze Jahr über Betrieb haben, weil die sammeln da halt wirklich viel, ne? Ich glaube, das gab auch so eine Mod, irgendwie Bienenhonig sammeln oder so ein Kram, dass die ja doch das ganze Jahr über sammeln können. Meine ich, ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich meine wohl. Dadurch macht es halt das Spiel schon wesentlich einfacher, was Honig betrifft, ne? Was, wenn es um Honig geht, ist es halt wirklich schon immens einfacher geworden dadurch. Bauarbeiter, kein mehr. Alle Bauprojekte fertig. Dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen rein jeweils. Oder machen wir vielleicht nochmal 2 Fischer rein. So, alles verteilt. Alles verteilt und wir kümmern uns dann jetzt ein bisschen um die Brücke. Ich mache das mal irgendwie so doppelte Geschwindigkeit nur. Aber 5-fache Geschwindigkeit ist auch noch okay. 5-fache Geschwindigkeit ist auch noch völlig in Ordnung. Wir drehen uns jetzt hier die Brücke mal zurecht. So, hier ist der Weg. Natürlich auch doof, ne? Ist 4 breit. 5 wäre geiler. 5 ist immer... Mit 5 triffst du halt eine Mitte, ne? Mit 4 oder 3 triffst du halt keine Mitte. Ich glaube so. Und dann quer drüber. Also, ich erkläre nochmal ganz kurz, warum ich die Brücke da lang ziehen will und nicht hier unten oder hier oben. Aus dem einfachen Grund, weil hier unsere Lagerhäuser sind und ich den Weg möglichst kurz halten möchte, wenn ich sage, ich habe hier hinten einen Marktplatz oder was ich dann auch immer brauche, aber dass ich den Weg möglichst direkt halte, wenn ich den hier hinten hinziehe, was ich natürlich auch machen kann mit einer Brücke, was ja auch noch kommen könnte später, aber dann müssen die halt immer erst hier die Sachen holen. Und dann hier ganz außen rumlaufen, um dann hier irgendwo zum Markt zu kommen. Und ich fände es halt cooler, wenn wir den hier unten hin platzieren. Und dann sagen wir hier, ich guck mal ganz kurz, wo war das Ding? Hier, Wochenmarkt. So, wenn wir den Wochenmarkt hier hinsetzen, dann handeln die ja da Ressourcen, ne? Dann können die halt selber handeln. Glaube ich, dass die dann die Sachen da verteilen, ne? Ist der Radius groß? Geht sogar, ne? Dann könnte ich den halt so hinsetzen. Und dann könnte ich hier auch ein Lagerhaus und so ein Kram, glaube ich, hinplatzieren, ne? Sonst ist der Radius sehr klein, muss ich sagen. Aber wenn ich halt hier einen Wochenmarkt hinsetze, dann kann ich hier halt Häuser erstmal drumherum bauen und all so ein Kram, ne? Häuser etc. etc. Weil Häuser ist ja eigentlich das, was den Markt ja nur betrifft. Wenn wir sagen, wir haben dann hier noch irgendwie eine Fischerhütte oder hier oder wie auch immer und wir haben hier trotzdem Lager, dann bringen die das ja ins Lager rein, ne? Also hier, wenn wir so eine Scheune bauen, noch hier unten irgendwie hin, dann bringen die Sachen ja auch in die Scheune. Ne? Für Nahrung etc. etc. Glaube ich, ne? So von der Theorie her, wie ich mir das vorstelle. Und das werden wir jetzt auch einfach mal so tun. Brücke. Anfang, Ende. Anfang, ja. Gut, dann setzen wir hier in den Anfang hin. Thank you.
So weit wie es geht runter. Das sieht bescheiden aus, ne? Ah, schade, schade, schade. Okay, da bin ich vielleicht ein bisschen zu pingelig für. Aber so ist okay. Jetzt brauchen wir natürlich Bauarbeiter und haben keine mehr. Super. Aber trotzdem, wir kriegen hier Fisch und so ein Kram. Das ist auch erstmal sehr wichtig. Die schleppen da trotzdem die Ressourcen hin. 128 Honig. Wenn wir da noch ein bisschen mehr kriegen, dann kann ich die Honigproduktion auch gleich langsam einstellen. Ja, die produzieren wirklich extrem viel, ne? Hier, guckt das mal an. So, haben wir sonst genug? Klamotten, ja, läuft. Brot, geht. Da bräuchten wir vielleicht nochmal einen zweiten Bäcker. Das finde ich auch schade, dass die irgendwie... Passt vom Verhältnis her nicht so ganz, ne? Wir kriegen halt super viel Getreide. Und auch Wasser ist kein Problem, weil wir hier den Brunnen fertig haben. Aber trotzdem... Schwierig, ne? Steinmetz Holden starb bei einem Unfall. Okay. Hat sich langsam das Abziehen der Leute auch erledigt. Da, zack, siehst du, bomb, direkt Feuer an. Kannst auch Würstchen drüber halten, dann nutzt du es halt wirklich effizient. Okay. So. Befüllungsfortschritt, ja, guck mal, das läuft so schnell. Da könnte ich einen rausziehen. Ich glaube, ich ziehe da mal einen raus und stelle einen als Bauarbeiter ein. Weil das kostet halt 60 Stein, ne? 60 Stein. Also da werden wir auf lange Sicht nicht drum herum kommen, nochmal einen zweiten Steinbruch zu bauen. Aber das ist auch kein Problem. Ich hätte halt gedacht, dass wir sagen, hier machen wir so Nahrungskram. Weißt du, so eine Bienenzucht, vielleicht nochmal einen Obstgarten oder einen Gemüsegarten oder was auch immer. Und hier hinten machen wir dann mal... Vielleicht die ein oder andere Mine. Ich guck mal ganz kurz, wie die Ressourcenbeschaffung hier aussieht. Wenn ich den richtigen Reiter endlich finden würde. Da ist er ja auch. Steinbruch. Ja, doch, das ist okay, was man hier so kriegen kann. Eisen geht so, Lehm geht auch, ne? Könnte besser. Wir könnten uns die Dinge halt überall hinsetzen, ne? Irgendwie hier... überall hinklatschen, damit wir dann noch mehr Ressourcen kriegen, aber das müssen wir ja nicht übertreiben. Aber so hätte ich mir das halt irgendwie vorgestellt, ne? Wir haben hier halt auch wirklich Holz, was wir kriegen und. Mal sogar zwei Holzfäller reichen jetzt gerade völlig aus, ne? Oh, da, die Steinbrücke entsteht. Ja. Mal. Brauchen Werkzeug. Brauchen definitiv Werkzeug. Ich werde mal aus dem hier rausziehen. Sagen, ich stelle mal einen Schreiner ein. Jetzt ziehe ich da zwei raus. Brauchen halt wirklich viel mehr Werkzeug. Dann können die auch schneller arbeiten. Also wir haben jetzt schon Leute, die in eine Schule gehen. Die müsste auch relativ voll sein, ne? 9, ja. Leute, die gehen schon in eine Schule. Jetzt fehlt halt nur noch Werkzeug, damit die effektiver arbeiten. Aber das kriegen wir hin. Das ist soweit eigentlich kein Problem. So, hier fehlt noch was. Freundchen, ganz fertig bist du noch nicht. Geil. Zack. Erstes Brückenstück ist fertig. Jetzt können wir das zweite dran setzen. So. Ach, guck mal, die klippen sogar so aneinander, ne? Guck mal, so muss das, glaube ich, ne? So? Soll das so aussehen? Würde ich fast sagen, ne? So sind die dann miteinander verbunden. Pups. Wir bauen das so Stück für Stück, weil die Dinger, die kosten halt... Also, bitte. Die kosten jetzt so 50, aber... Das kann man machen. Hier schleppen die Sachen hin und dann bauen wir so nach und nach die Brücke rüber. Finde ich geil. Also, das finde ich wirklich geil. Wie weit wir da kommen und was wir hier so machen, das freut mich wirklich. Und die sind super fleißig am Werkzeug machen. Bräuchten bald auch noch einen zweiten hier für Holzhacken, ne? Da kriegen wir ein bisschen... minimaler Engpass ist schon da. 362. Fische haben wir auf jeden Fall genug. Da könnte ich vielleicht sogar noch einen Fischer abziehen. Warum der Jäger so bescheiden ist, das verstehe ich nicht.
Aber das sind mal bessere Tage, ne? Ja, hier sind genug Tiere. Was siehst du hier? Das sind überall Tiere, die er jagen könnte. Naja, wahrscheinlich... Ach, der muss ja auch noch den ganzen Weg laufen, ne? Ja gut, aber der holt halt immer direkt von dem Tier, von dem er erlegt, ne? Holt er die Sachen. Oh, guck mal da. Da fliegt jemand auf dem Wasser. Wie sagt man so schön? Ist mir scheißegal, wer dein Papa ist. Solange ich hier angel, läuft keiner übers Wasser. So. Genau so und nicht anders. Genau das meine ich halt als Brücke, ne? So siehst du halt auch, dass das Wasser da noch durchfließen kann. Wirkt halt einfach schöner, finde ich, ne? Einfach so, so ein Steinweg drüber. Macht irgendwie auch dann keinen Spaß, ne? Siehst du da dieser Knick, ne? Dieser Knick, den die laufen, den hätten die auch, wenn die hier laufen würden. Das stört mich schon. Das stört mich wirklich. Ah, das ist mal schön, ne? Dass man, also so große Sachen, weißt du, hier kann ein Meteorit einschlagen. Ja gut, okay, dann ist halt vorbei. Das ärgert mich dann einmal, aber dann sage ich, gut, das ist kacke. Aber so eine Kleinigkeiten, das sind so die, ich weiß nicht, wieso mich sowas so innerlich so wuschig macht, möchte ich mal sagen. Sonst haben wir auch gar nicht so viele Bauaufträge laufen, ne? Jetzt halt nur noch das hier. Wenn wir dann sagen, hier vielleicht nochmal irgendwie noch ein Angler mehr, ist okay, könnten wir überlegen, aber erstmal brauchen wir halt wirklich Leute, die arbeiten wollen und können. Ah, einen zweiten Bäcker. Ich glaube, da müssen wir mehr machen. Ich ziehe mal den aus der Bienenzucht raus. Das ist ja wirklich 678, ne? Also der hat da wirklich genug getan schon. Ich stelle den nochmal für Stein ein. Wir brauchen nämlich doch immens viel Stein. Geil, nächste Brückenstück wird fertiggestellt. Frühlingsbeginn. Gleich wird es warm genug, dann können wir wieder hier Leute von A nach B umwuppen. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das mit den Nahrungsreserven zu knapp wird, ne? Also nicht von den Kartoffeln her, also bitte, ganz ehrlich, Kartoffeln definitiv, das läuft. Ich hätte ein bisschen mehr Obst gerne, ich glaube... Noch ein kleiner Obstgarten, da kommen wir nicht so richtig drum herum, weil da kannst du halt spezifiziert sagen, jetzt möchtest du Obst haben oder jetzt möchtest du das haben. Was liegt denn hier überall rum? Achso, das wurde noch nicht abtransportiert, abgearbeitet, aber noch nicht abtransportiert, das ganze Eisen und so. Na gut, ich ziehe jetzt einen aus dem Werkzeug raus, eine Person aus dem Brotbacken, hier zwei, hier ein. Ich werde auch einen Angler rausziehen. Und dann haben wir erstmal genug für die Felder. Flachs und Kartoffeln. Einen Obstgarten könnten wir uns aber auch setzen. Also, weißt du, was ich meine? Ich meine jetzt nicht so einen... Also, wir könnten uns einen Küchengarten setzen. Das ist ja den... Eigentlich meinte ich immer einen Küchengarten. Aber wir können uns halt auch einen Garten so hinsetzen, ne? Wo wir dann sagen können, da soll das passieren, da soll das passieren. Hühnerstall wäre auch noch geil, ne? Dann würden wir Eier kriegen, aber da habe ich halt wieder Angst, so wie letztes Mal auch, das war so unglücklich, wie uns da einfach das Tier gerissen wurde. Ah, das, was wir da drin hatten. Müssen wir mal schauen. Geil, zwei Teile der Brücke fertig. Und halt keine Steine mehr. Wir brauchen definitiv einen Holzhacker mehr. Wenn ich halt zu viel aus den Steinen rausziehe, das ist das Problem. Ich ziehe zu viel aus den Steinen raus, dann haben wir hier auch keine Möglichkeit mehr, Werkzeuge herzustellen, weil uns dann Stein fehlt. Ah, wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich glaube, wir warten erstmal ab. Warten erstmal ab. Das ist wirklich so ein bisschen Schritt für Schritt, was wir hier machen müssen. Da sah dann, dass wir so viele Kartoffeln kriegen. Ey, damit hätte ich nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich wirklich schon krass. Auch Honig, der wird gar nicht so richtig verbraucht, ne? Was bräuchten wir denn? Moment, ich kann ja mal gucken. Was bräuchten wir denn für zum Beispiel einen Honigkuchen?
Honig, Mehl und Wasser. Also dann könnten wir uns ja Honigkuchen auch herstellen, ne? Wie viele Kalorien pumpst du? 39. Eigentlich können wir uns auch Honigkuchen herstellen, ne? Da müssen wir uns kein Brot herstellen. 2,3 Minuten. Wie lange wäre Brot? Das ist genau die gleiche Dauer. Wollen wir uns mal Honigkuchen machen? Komm, wir machen mal Honigkuchen da rein. Fangen wir an mit Honigkuchen. Und dann könnten wir uns noch einen anderen Bäcker aufstellen, wo wir dann sagen, da machen wir dann zum Beispiel Fleisch, Fisch, Pastete, was auch immer. Wobei Fleisch ist irgendwie komisch, ne? Die Jäger am Anfang, da sind die völlig motiviert und ballern da richtig einen raus. Und jetzt irgendwie lassen die ganz schön nach, ne? Von der Motivation her. Aber gut, so haben wir es halt. So, zwei Sammler mehr einstellen. Es sind nämlich zwei Leute alt genug geworden. Das habe ich jetzt gerade erst gesehen. Und dann könnten wir auch bald wirklich einen... die Honig, das machen wir punktuell, ne? Da gucken wir nach und dann machen wir das, wenn es gebraucht wird. Da haben wir momentan noch nicht so den Riesenbedarf. Ein bisschen Lehm, Stein etc. Aber erstmal mehr Leute bekommen. 11 Jugendliche. Uiuiuiuiui. Das sage ich euch. Machen hier einmal Sichtfeld frei. Das ist cool, ne? Mit so einer Brücke rüber. Ich glaube, das wird echt wohl cool werden. Wenn wir die Versorgung schaffen zu halten, ne? Wenn wir die Versorgung schaffen zu halten, weil ich da noch keine riesigen Probleme sehe. Der Honigkuchen, der wird auch direkt weggenascht, oder? Also der wird quasi weginhaliert. Und das Brot bleibt jetzt liegen. Aber das ist okay. Das ist okay. Wenn wir dann nämlich noch einen zweiten Bäcker, vielleicht würde ich den auch hier nebensetzen, oder? Noch ein Bäcker mehr? Ich glaube, das finde ich ganz cool. Wenn wir die hier irgendwo, wenn wir den irgendwo platzieren könnten. Hier kann nicht gebaut werden. Ja, weil der Boden so uneben ist. Auch schön. Dann begradigen wir den mal eben. Ich mache kurz Pause. Am geilsten würde ich das halt irgendwie hier mitmachen, ne? Also hier. Einebnen. Das sieht halt immer so kacke aus, ne? Hast halt immer so eine Sitzkante drauf, ne? Siehst du das? Da machst du halt irgendwo anders Kanten. Und das finde ich irgendwie nicht so geil. Die können jetzt primitives Werkzeug nutzen. 28, 27, also der stellt halt her, ne? Der stellt her, das ist gut. Landschaftsbau. Was seht ihr? Dafür brauchen wir Holz. Und dann setzen wir uns hier nochmal einen Bäcker hin und können wir nicht sagen, der eine macht Honigkuchen. Brauchen wir auf jeden Fall einen, der auch kontinuierlich Mehl herstellt. Honigkuchen haben wir dann. Dann haben wir hier... Du bist jetzt fertig, ne? Das sieht auf jeden Fall so aus, als ob es fertig sein soll. Ja. So, der nächste Bäcker. Straße durch. Ah, schade. Ah, okay, doch, können wir direkt vor ihm hersetzen. So. Hier zwischen müsste doch auch noch eine passen, ne? Siehst du? So ist doch gut. So ist das doch gut. Dann haben wir einen zweiten Bäcker, dann können wir sagen, der eine macht irgendwie Brot, der andere macht Honigkuchen, was auch immer. Dann brauchen wir halt nur wirklich jemanden, der halt auch Mehl am Arbeiten ist. Wir können, glaube ich, den hier ausstellen. Stelle ich dann mal einen, der hier am Mahlstein arbeitet. Dann haben wir da zwei Sammler, da haben wir was, da haben wir was. Eigentlich ist es cool, ne? Eigentlich richtig gut. Wenn die 14 Leute, die werden relativ gleichzeitig erwachsen, ne? Also so wie es gerade aussah. Da kriegen wir auf jeden Fall wieder eine ordentliche Rutsche dazu. Und
dann könnten wir noch jemanden für Honig einstellen später, ne? Da ist wieder jemand erwachsen geworden. Das hier ist abgeerntet. Dann können wir das auch pausieren. 3 Leute abziehen. Und dann könnten wir sagen, wir stellen nochmal einen Fischer mehr ein. Wir stellen einen ein, um... Werkzeug brauchen wir nicht, den habe ich ja gerade rausgestellt. Gesundheitstechnisch ist auch alles gut. Einen Holzhacker vielleicht mehr, ne? Ah, der Winter kommt. Ich stelle mal einen dafür mehr ein. Und ich stelle... Stelle ich dir nochmal einen ein? Vielleicht zum Sammeln hier? Ja, nee, doch, das ist gut so. 2 lasse ich. Die sind ja nicht wirklich untätig, ne? Die machen dann ja halt hier so andere Arbeiten, ne? Hier können wir jetzt nochmal wieder ein Stück Brücke dran setzen. Da müssen wir ein bisschen Zeit lassen, ne? Da lassen wir uns Zeit mit. Da überstürzen wir nichts, weil die Brücke, das ist halt wirklich ein Riesenteil, was wir hier bauen wollen. Den können wir jetzt gerade setzen wieder. Hier gerade dran. Den anderen müssen wir dann gleich wieder drehen, ne? So. Machen wir aber Stück für Stück. Weil wir so natürlich super, super viel Steine verballern, ne? Für so eine Brücke 50 Stück pro Element, ein paar kommen noch. Aber das wird cool aussehen. Und das ist es mir dann wert. Irgendwann müssen wir ja auch noch sagen, wir ziehen unsere Straßen auf Steinstraßen, ne? Damit die dann noch schneller laufen können. Jetzt brauchen wir bald jemanden da. Da siehst du, sind wieder welche fertig geworden. Wir brauchen nochmal wieder jemanden in der Honigproduktion. Mal einen mehr für Stein. Da, der Bär. Siehst du? Der kommt halt an und nascht Honig. Das finde ich eigentlich cool, dass die halt wirklich von Honig angezogen werden. Und dann bräuchten wir noch einen vielleicht in der Lehmmine. Komm, machen wir. Stecken wir da noch einen rein. Und dann ist das soweit eigentlich alles ganz cool, ne? Läuft schön ruhig. Kontinuierlich, 10-fache Geschwindigkeit. Ich hatte am Anfang ein bisschen erst die Befürchtung, oh, oh, oh. Freundchen, wenn du das machst, da wüsste, drehst du am Rad. Weil das dann doch, dachte ich, sehr, sehr, sehr viel wird. Aber es geht. Fischerei, ne? Die atmen die Fische ja weg. Das ist unglaublich. Und jetzt haben wir auch wieder ein bisschen mehr Fleisch. Hm. Also ich weiß, dass halt ein Jäger ist ein bisschen wenig, ne? Hierfür ein Jäger ist ein bisschen wenig. Da könnte ich nochmal einen zweiten Jäger für bauen. Aber wenn, dann würde ich den zweiten Jäger hier zum Obstgarten hinsetzen. Zu der Sammlerhütte, weißt du? Dass ich sage, hier hinten nochmal einen zweiten Jäger hin. Mal kurz Pause gemacht. Ich möchte mal eben den Radius vom Jäger sehen. Das vergisst man immer so schnell, ne? Diese Ding könnte ich halt dazwischen setzen. Oder hier runter könnte ich den auch sogar setzen, ne? Ich habe ja hier die Straße auch. Guck, siehst du, hier habe ich ja die Straße. Komm, ich setze den hier dran. Ich setze den hier dran an die Straße. So. Und dann setze ich hier vorne einen Brunnen hin, weil, wenn es da mal anfängt zu brennen, durch so einen Blitz, dann haben wir den Salat. So. Dann haben wir da noch einen Jäger. Das finde ich eigentlich ganz cool. Weil, wie gesagt, ich werd versuchen, mich nicht groß weiter, vielleicht hier oben, klar, hier oben, so, dass ich hier irgendwie mich noch hochbaue. Aber ich möchte diese Bereiche hier links und rechts eigentlich relativ unberührt lassen, weil ich ja hier auch rüber möchte. Da muss man halt immer gucken, was man will und was man kann, ne? Wenn wir hier jetzt das Gebäude fertig haben, die Bäckerei, hätte ich halt vielleicht gedacht, hier hinter ziehen wir uns nochmal einen Obstgarten, ne? Dass wir sagen, hier nochmal einen Garten dahinter.
gerne mal gucken, ob ich das hinkriege, zu sagen, nur mal Interesse halber, einmal nur ausprobieren. Nur ausprobieren, ich möchte mal Terraforming hier mit dem hier machen. Nee, nicht einen Hügel erstellen, sondern du. Ein Landschaftsbauareal erstellen sollst hier. Machen die das jetzt niedrig? Okay, das ist ziemlich niedrig. Vielleicht nicht. Warte mal, ich muss mal eben mit der Maus hochziehen. Ja, wollte er nicht. Das wollte er nicht. So möchte ich das haben. So, dann setze ich hier nämlich noch einen Obstgarten hin. Das ist ja echt mal krass, oder? Ich habe hier gesagt, ein Areal erstellen und papp, weg damit. Heftig. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Oh, wir haben wieder ein paar Erwachsene gekriegt. 33. So. Wir bräuchten wirklich, glaube ich, ein bisschen mehr Fisch. Bisschen mehr Fisch wäre, glaube ich, ganz cool, ne? 61 auf Halde. Ist nicht die Welt, ne? Ist nicht die Welt. Ist denn unser Jäger fertig? Ja, die Jagdhütte ist fertig. Ich werde aber trotzdem sagen, hier Maximalanzahl 2. Bei der anderen, wo ich jetzt hinkomme, auch 2. So. Okay, ist fertig. Sieht gar nicht so schön aus, ne? Was sie hier machen immer, das ist irgendwie komisch, ne? Also manchmal ist das wirklich, wirklich sehr suspekt. Also ich setze uns hier einen Küchengarten hin. Ah, eins zu tief, eins zu tief. So, ich wollte den gerne... Ich sehe hier nichts. So, diese Größe hätte ich den halt schon gerne. 14 auf 18. Eingänge sind vorne. Dann setzen wir uns hier nämlich einen Küchengarten hin. Das ist gar nicht so schön, ne? Mit diesen ganzen Gekrüsselwegen hier. Da könnte man eventuell noch mal was angleichen, ne? Aber in der Küchengarten, guck mal hier, jetzt wird richtig gebaut, ne? Jetzt wird wieder richtig gebaut. Die Bäckerei ist gleich fertig oder wird fertig gebaut. Der Küchengarten wird fertig gebaut. Guck mal eben, Honig haben wir. Mehl haben wir auch. Ja, eigentlich nahrungstechnisch. Ach, scheiße. Ich habe hier vergessen, das Ding zu pausieren. Nein, ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, wo uns denn die Arbeiter fehlen noch. Ja gut, die sollen hier abernten. Ich glaube, das schaffen die eh nicht mehr. Dem wird das hier zu kalt werden. Glaube ich. Was sollen sie machen? Sollen sie hier mal abernten noch das, was geht? Und dann pausieren wir das. Ich meine, wir sind fast bei 10.000 Gemüsesachen, ne? Nur mal eine Ansage. Aber dann habe ich nämlich, dann mache ich das nämlich so. Wenn ich hier den Garten fertig habe. Den Küchengarten mit einer irgendwie extrem hohen Mauer. Ach, die passt ja der Klippe an. Ah, guck, guck. Okay. Wenn der fertig ist, dann kann ich nämlich sagen, hier diese Sammlerhütte pausiere ich und dafür mache ich hier den Küchengarten. Ne? Dass die dann von A nach B. Ah, wobei, nee, der geht ja im Winter auch nicht, ne? Der ging ja im Winter auch nicht. Ah, gut, ist erstmal egal. Dann haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit auch zu sagen, hier
Leute, ihr könnt da noch was machen. So, die müsste jetzt gleich erfroren sein. Ja. Jetzt ist sie weg. Sagen wir hier drei raus. Das können wir auch wieder auf Play machen. Flachs brauchen wir jetzt nicht mehr. Getreide bräuchten wir eigentlich auch nicht mal unbedingt, ne? Soll ich mal Hafer anbauen? Komm, nächstes Mal machen wir hier auf diesem Feld Hafer. So, und ich brauche nochmal einen hier für Werkzeuge. Sammlerhütte, da können wir auch drei abziehen. Ah, jetzt geht es auch wieder ein bisschen besser mit dem Fleisch, ne? 660 ist eigentlich ganz gut. Schreinerei, worauf wartest du? Ach so, Holz. Ja, Steine. Ja, klar. Steine ist irgendwie schwierig. Machen wir mal so zwei da nochmal rein. Bienenzucht kann ich auch... Ich kann einfach einen drin lassen. Für die Bienenzucht lasse ich da einen drin. Wir haben ein bisschen wenig für den Mahlstein, ne? Muss ich ehrlich sagen. Der produziert gar nicht so viel. Den muss man wirklich eigentlich die ganze Zeit laufen lassen. Ne? Ich glaube, das ist immer nur so für einen Anfang ganz gut, der Mahlstein. Da bräuchten wir dann wahrscheinlich nochmal einen zweiten von, ne? Brennholz sollten wir auch mit klarkommen. Eigentlich sollten wir mit einem relativ gut klarkommen, ne? Gut, es fehlt halt, wie gesagt, einfach an Steinressourcen. Bäckerei. So, da stellen wir einen zweiten ein. Was soll der denn herstellen? Was könnten wir denn hier herstellen? Gemüsepastete. Ach, dafür brauchen wir Eier. Stimmt. Fischauflauf. Nee, dafür haben wir ein bisschen wenig Fisch. Fleischauflauf finde ich doof. Obstkuchen. Ja, gut, das könnten wir garantieren, wenn wir hier unseren Obstdingen kriegen. Wir brauchen aber dann noch eine Farm. Also, vielleicht machst du Brot. So, die sollen Brot machen und die hier machen Honigkuchen. Jetzt ist es an beiden einer, ne? Das ist doch gut. Also das gefällt mir wirklich. Wir breiten uns ziemlich stark aus. Was aber soweit gar nicht schlimm ist. Viele Leute eingestellt, viele Leute am Arbeiten. Ich würde sagen, die nächsten Ziele sind auch erstmal vielleicht besseres Werkzeug. Nach und nach die Brücke rüberbauen. Denn wenn wir die dann nämlich irgendwann dann soweit haben. Ich meine, hier baut ja schon der nächste wieder. Dann können wir uns auch überlegen, wie wir uns eventuell hier unten ausbreiten. Aber vorher müssen wir ja erstmal das hier so nach und nach gewuppt kriegen. Aber das sollte eigentlich doch alles funktionieren. Jetzt bricht hier gerade wieder richtig ein Schneesturm los in Grünwald. Und wir sind am Ende einer Folge angekommen. Wenn es euch Spaß gemacht hat zuzuschauen, dann lasst es mich doch bitte wissen. Schreibt wie immer gerne was in die Kommentare. Und wir sehen uns zur nächsten Episode wieder. Bis dahin. Beste Grüße.